Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land. Nein, Super Mario Bros. Für den NES. Eben nicht für den NES. Für den Game Boy Advance. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen werden. Allerdings sehe ich dort Hammerbrüder. Hä, wieso war der Pilz jetzt abgeschnitten? Ne, ein Hammerbruder ist dort. Was? Und ich habe halt schon mal gesagt, Hammerbrüder sind einer meiner Hassgegner in den Mario-Spielen. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wieso. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie ich springen muss bei denen. Die treffen mich immer. Ich hoffe, heute geht die Musik mal. Also die Lautstärke des Tons. Also ich finde es am besten, wenn sie auf einem Block stehen. Dann kann man sie, finde ich, einfach am besten treffen. Finde ich halt einfach besser, wirklich. Ah, zwei! Ich werde jetzt auch einmal safe staten. Das war auch wahrscheinlich die beste Idee. Mist. Scheiße. Auf jeden Fall macht es mir Spaß, heute wieder dieses tolle Spiel zu spielen. Oh, aber die Sprünge werden immer schwerer. Und das ist asozial. Perfekt. Also ich bin mit der Leistung des Let's Plays eigentlich bisher relativ zufrieden. Oh Gott. Aber es kommen immer mehr Kugelwillis. Und ich muss bestimmt nicht sagen, dass die auch scheiße sind. Übrigens weiß ich nicht, was ich nach... Na, eigentlich weiß ich es schon. New Super Mario Bros. U ist ja weiterhin geplant. Aber was halt auch mal wieder Zeit werden würde, wäre ein neues Donkey Kong Spiel. Also, dass ich es aufnehme. Also werde ich wahrscheinlich bald Donkey Kong Country 2 machen. Auch wenn das sehr, sehr stressig werden kann. Ich muss noch ein bisschen üben. Weil ich bin halt wirklich schlecht in dem Spiel. Zumindest die letzten zwei Welten. Und von der Spezialwelt fangen wir gar nicht erst an zu reden, weil die habe ich noch nie gespielt. Und wenn man eine Spezialwelt in Donkey Kong noch nie gespielt hat, dann kann das immer sehr schwer werden. Vor allem in Donkey Kong Country 2 ist ja brutal. Mit der tierischen Show zum Beispiel. Ja. Yep. Also nach New Super Mario Bros. U plane ich dann Donkey Kong Country 2. Okay, wir sind jetzt wieder in einem Castle. Ich muss aber erstmal auf diesen Sprung hier klarkommen. Alter, wieso ist das so schnell? Okay, konzentrieren. Was? Lass es am besten erst einmal vorbeiziehen. Es kommt aber irgendwie nicht. Doch jetzt. Hey, wieso kam denn das jetzt auf einmal so schnell?
Alter. Okay, das reicht mir schon. Geh mal oben lang. Fuck. Ich nehme jetzt auch nicht diesen Pilz dort mit. Ich gehe unten lang. Es war scheinbar richtig. Nein! Nein, ich hab gesaved! Ja, nicht schlimm. Passiert. Mist. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich jetzt nur noch ein Leben gehabt hätte. Aber da mir das halt noch nicht passiert ist in dem Let's Play, also dass ich einmal aus Versehen gesaved habe, sollte das, denke ich, nicht so schlimm sein. Ach Mann. Ja, was ist denn das? Ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Part nennen könnte. Das Horror Castle. Weil es ist echt insane schlimm. Wieder von hier. Man braucht echt die perfekte Zeit. Ach Scheiße, Alter. Das ist unfair. Ich habe auch so langsam keinen Bock mehr, hier jedes Mal zu warten. Und so langsam weiß ich ja, wie es funktioniert. Jetzt ist er nicht gesprungen, ist es euer Ernst? Alter, ich lebe. Ich habe jetzt hier den Safe State gesetzt. Okay. Solange er keine Hammer wirft, ist ja noch alles im grünen Bereich. Hä? Das war schon irgendwo Betrug, aber naja. Wir schaffen das auch nochmal. Scheiße. Konzentrieren jetzt. Wir sind schon viel zu lange hier. Was ist denn los? Ich hasse diese Plattform aber auch. Weil ich halt immer noch denke, dass man da durchspringen kann. Ja, viel zu früh losgelaufen. Ja, na klar. Scheiße. Der kommt ja immer weiter vor, das ist doch unfair. Geh immer weiter zurück, genau. Ich verschwende meine Zeit hier, oder? Wäre eh gestorben. Okay, so ging's einfach. Hätte ich's mal gleich so gemacht. Ach, Scheiße, ich bin so dumm. Sowas ist so mies.
Die Tasten sind auch so leicht verwechselbar. Das ist so ein Mist. Was, wie habe ich das gemacht? Egal, ich save ihn jetzt. Bin einfach drunten unter ihm durchgerannt. Aus Versehen. Aber perfekt. Ja, ich weiß, The Princess ist in another castle, das müsst ihr mir nicht 100-mal sagen. Ach nee. Nur nicht Lakitu. Dann lieber Cheep Cheeps. Wirklich. Okay. Ach komm, das war doch so scheiße. Hab ihn aber wieder. Hör auf damit. Ja, na klar. Och Mann, Alter. Wie kann man denn so herzlos sein? Die Welten kenne ich halt gefühlt gar nicht mehr. Weil sie mir zu schwer war. Ja, was soll ich denn tun? Man hat da gar keinen Platz mehr. Habe jetzt hier mein Safe State gesetzt. Einfach weil ich keinen Bock mehr habe. Genau auch wegen sowas. Schon wieder. Bin eigentlich gesprungen, wirklich. Hier gibt's aber auch noch meinen Super Pilz. Ich finde die Itemverteilung manchmal echt fragwürdig, weil wieso war denn jetzt so nah am Ende nochmal ein Pilz? Sechs, zwei. Sehr viele Röhren, wie man sieht. Und ein Random Goomba. Ist aber auch okay. Nein! Ach du Scheiße, war das knapp. Na, ich hasse es, wenn ich den Panzer losschicke, obwohl ich es gar nicht möchte. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe doch gar nicht gedrückt. Ja, jetzt werde ich ungeduldig. Bei so einem Kacklevel aber auch kein Wunder. Weil hier sind halt sehr viele Röhren. Und da muss man halt auch sehr viel warten. Nix. Setze meinen Safe State hier. Weil ich will das nicht alles nochmal spielen. Falls ich sterben sollte. Was ich damit natürlich nicht beschreien möchte. Was? Ist das euer Ernst? Aber irgendwie schaffe ich es in letzter Zeit sehr schnell. Also wir haben immer noch oft zwei Welten pro Part.
Was ist das denn hier für eine Levelart? Schnee? Wenn er auf dem Trampolin nicht springt, ist das so ein Mist. Ich weiß auch nicht, wer auf diese beschissene Idee kam. Wieso ist er denn jetzt einfach automatisch runtergesprungen? Alter! Ich bin noch am Leben. Wie soll ich denn da jetzt noch hochkommen? Ich guck auch nicht in diese Blöcke. Das gehört dir ganz schnell mal vergessen. Wenigstens gibt's hier keine Geisterhäuser. Nein! Nicht der Kugelwilli! Stellt euch mal vor, in diesem kranken Spiel noch Geisterhäuser. Ich hasse Trampoline. Wirklich, es gibt, ich finde, in Mario nichts Schlimmeres. Ich muss das jetzt, ja jetzt auch erstmal wieder treffen. Da, wie scheiße ist denn das? Da! Das schleudert mich einfach ins Nichts. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal versuchen, drüber zu springen. Ja, dann kam die Plattform. Chill. Nein! Och Mann, ist das scheiße. Ich weiß nicht, wie das geht. Das war beim ersten Versuch so viel Luck. Ja, wenn man einmal da nicht richtig hochkommt, ist es scheiße. Okay. Es ist so scheiße, wenn er sich manchmal im Sprung noch mal umdreht. Was? Alter, wenn der mich jetzt getötet hätte, ne? Nochmal ein Trampolin. Okay. Alter, was soll das denn jetzt? Okay. Ich hab's geschafft, schnell saven. Nicht, dass ich nochmal auf so einen blöden Knopf komme. Oh Gott. Und noch herzloser kann man den Pilz auch nicht platzieren, oder? Ja, na klar. Das wird jetzt halt kein Kinderspiel mehr, ne? Ich finde die Passagen hier so schwer. Alter! Ich save. Sorry. Was? Das ist auch noch der. Mit den Hämmern. Scheiße, Alter.
Vielleicht sollte ich da auch versuchen, unten drunter durchzulaufen, obwohl. Die Plattform? Nee. Ich sollte jetzt mich auch nicht so sehr auf die Zeit konzentrieren. Ja! Okay. Dann sollte es auch wieder für heute gewesen sein. War echt spaßig, auch das dritte Level dieser Welt. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich hier fürs Zusehen dieses Parts von Super Mario Bros. Auf dem Game Boy Advance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.